Wir haben hier lustige Beile. Ich bin total begeistert. Ich habe übrigens bei der ersten Runde die Erfahrung gemacht, dass es am klügsten ist, einfach durchzulaufen, wenn da eine Lücke ist und es passiert auch nichts. Okay. Ich mach das mal aus für den Rückweg. Besser ist das. Und schleich mal weiter durch die Gegend. Schleich, schleich. Hoffentlich vergesse ich nicht wieder vor lauter Aufregung euch irgendein Huiuiui, da steht doch einer. Irgend Scheiß zu erzählen. Aber ich darf ja auch nicht so laut sprechen, sonst, nehme ich noch. Die Trauger. Oh, hier ist hier lustiges Zeug auf dem Boden. Das heißt, ich kann da Feuerzauber anwenden und kann so Leute verbrennen. Destruktion. So, das heißt, ich laufe einmal nach vorne und einmal wieder nach hinten vor ihm weg. Und dann kommt er. Oh, das war ein bisschen. Oh doch, es hat funktioniert. Yeah. Draugr. Röstdraugr. Wunderbar. Ne, ich will da nicht reinlaufen, nein. Ja, guten Tag. Sie können bitte auch verbrennen. Ja, bleiben Sie bitte dort stehen. Ja, ich weiß. Ich bin voll informiert. Ja, schön. Sonst noch irgendwas? La 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 la. Okay, ich werde nicht beobachtet. Immer noch nicht beobachtet. Ich könnte eigentlich mal wieder den Bogen nehmen. Nordbow und Nordarrow, weil die einfach mal besser sind. Uah. Machen wir uns mal unsichtbar. Bleiben wir bitte auch unsichtbar, danke. Ah, sehr schön. La 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 la. Sehr schönes. Das nehmen wir, das nehmen wir nicht. Okay. Nee, nicht hängen bleiben, Meister. Achso, ich schleiche sowieso schon die ganze Zeit, dann brauche ich mich auch nicht zu wundern. Ich könnte eigentlich auch mal, aber hier könnte was sein. Das sieht nämlich so geräumig aus. Aber es sieht nicht so aus, als ob da tatsächlich. Klar, nehmen wir mit. Der braucht es eh nicht mehr. Oh, Kiste, Kiste. Schleich springen. Bam. Was haben wir? Nehmen wir natürlich alles. Oh, 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 oh. Da hat mich einer entdeckt. Oh, der kommt da vorne. Ich sehe den roten Punkt. Oh, ich beobachte den roten Punkt. Ja, guten Tag. Sterben Sie bitte, bevor Sie mit dem Schwert auf mich schlagen. Nehmen wir nicht. Okay. Gut, wenn der ganzen Weg hier lang gelaufen ist, dann wird er wahrscheinlich keinen mitgebracht haben. Hüpf. Ja, hier, bam, Skelett. Das Skelett hat natürlich Gold dabei. Es war bestimmt ein Goldwäscher. Die Ratte wollen wir uns jetzt nicht angucken. Irgendwie habe ich ein goldenes Händchen. Keine Ahnung. R. So. Gehen wir wieder hoch, weil da unten ist irgendwie Sackgasse. Hüpf, hüpf. Ist das spannend, Alter.
übelst die Dungeon Action. Und niemand beobachtet einen. Oh, da könnte was kommen. Da läuft einer. Du Nutte, kannst du mal bitte irgendwie... Gott, das konnte ja auch nichts werden. Nehmen wir, lassen wir. Kiste. Versuchen wir mal links und sagen Glück. Nein, nein. Oh Gott, Maus, beweg dich dahin, wo ich dich haben will. Nein. Ah. Oh. Ich hab's sogar nicht kaputt gemacht. Nehmen wir nicht. Und weiter geht's. Ja, was haben wir hier? Ja, cool, schon wieder irgendwelche lustigen Beile. Und unsichtbar machen. Großer Raum. Okay. Haben wir. Jetzt hat der uns so semi entdeckt. Wodurch mein Sneak increased wurde. Sehr cool. Na komm, ach, da ist er ja schon wieder. Okay, das war einfach. Natürlich nehme ich euch all eure Wertgegenstände ab. Pietätlos, wie ich bin. Ja, eher, nein. Ja, es sieht aus, als müsste man hier hochlaufen. Und man läuft. Und läuft. Läuft extrem langsam, weil man schleicht, aus Sicherheitsgründen. So. Okay. Okay. Ich würde sagen, diese Tür ist prädestiniert dafür, eine Pause zu machen, nachdem man in sein Inventar geguckt hat und sich die Lösung angeguckt hat. Denn da stand ja, steht auf der Klaue, Bär, Motte, Eule. Gut, ne? Bär, Motte, Eule. Und nächstes Mal mache ich auch auf. Und Pause und Ende.